Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Klo-Simulator. Ja, 2000 irgendwie. Nee, natürlich nicht, sondern My Summer Car. Jo, es geht wieder los, es geht ja weiter. Ja, ich habe auch hier schon wieder mal was gelesen heute. Nette Tipps hier vom Isle Gaming TV, der jetzt neuerdings hier auch bei mir auf dem Kanal gelandet ist. Herzlichsten Dank auf jeden Fall für deine Teilnahme hier am Geschehen und die Kommentare. Zum einen hat er gesagt, ja, dieses MPÖ, also dieses Öl zu tanken, das zwar sehr günstig ist, das wäre sozusagen gefährlich, weil wenn die Polizei einen erwischt, dann würde man 60.000 Märker bezahlen müssen. Ja, ich weiß es halt nicht und es ist ganz schön viel, aber wenn das so ist, dann würde ich mal gerne sagen, dann tankt man doch lieber normal Diesel, anstatt hier die 60.000 Märker abzudrücken. Gut, okay. Das war das eine. Das andere war, der Kio-Bottich dauert angeblich 5 reale Stunden, bis der durch ist. Ich habe allerdings was anderes gelesen in diesem Wikipedia. Da stand drin, dass es um die 2,5 Stunden in Realzeit dauert angeblich. Gut, jetzt kann ich es natürlich nicht genau bewerten, was richtig ist. Auf jeden Fall, ich habe mir es notiert. Mir kam es nur manchmal so vor, dass es eine Woche praktisch Ingame-Zeit dauert oder so. Ich habe es ja auch im Kommentar geschrieben nochmal. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Teilnahme hier am Kommentieren hier. Das freut mich riesig, weil ja, so ein bisschen Informationen sind immer schön. Gut. Ja, was machen wir denn heute? Oder was macht man jetzt? Jetzt ist es 4 Uhr, nee, 5 Uhr schon, okay. Ich würde sagen, wir legen es nochmal kurz hin, weil das soll noch ein bisschen heller werden hier. Wir können doch mal schlafen, oder? Ja, ne? Na, ich drücke schon wieder E, weil in vielen Ah, Spielen ja. E die Taste ist. So, okay. Da steht er wieder auf. Jawohl. Was ich auch noch so gelesen habe, dass dieser Boost, also dieser komische Schnaps da, eigentlich total, ja, blöd ist, weil man ihn nicht mehr verkaufen kann eigentlich. Man kann nur verbrauchen. So, ist da noch ein Schluck Kaffee drin in der Tasse oder wie schaut denn das aus hier? Ja, da ist noch ein Schluck drin. Alles klar. So, jetzt ist leer. Ja, was ich auch noch per Zufall dann gelesen habe, man kann den Kio, also diesen Most hier, es ist kein Schnaps eigentlich in dem Sinn. Es ist ein alkoholisches Getränk laut Wikipedia. Ja, ich google manche Sachen auch mal nach, um wirklich dann zu wissen, was es ist. Und ja, da stand dann halt drin, dass man diesem Typ, dem man es verkaufen kann, auch eine Flasche richtigen Kio geben kann und die restlichen Flaschen, dass die bloß mit Wasser gefüllt sein müssten. Ja. Geht auch, aber er wird es dann erst später merken und angeblich geht er dann her und tut einem die Reifen zerstechen bei unserem Audi hier. Also, das wollen wir dann auch nicht unbedingt haben. Wir können es aber zum Spaß machen, aber eigentlich bin ich da lieber auch fair. Genauso wie ich es jetzt beim Tanken so machen werde und so. Gut. Ja, wir haben 6.166 Märker. Wir müssen da mal gucken, was wir jetzt machen hier. Ne? Ich würde ja gerne noch ein paar Teile bestellen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es einfach nicht. Ich meine, wir hätten uns was bestellt und ja, aber da wäre ein Anruf gekommen. Oder haben wir das nicht? Haben wir den Brief wieder verloren? Weil ich hätte gern den hier. Dann hätte ich ja gutes Radio, aber ich weiß nicht, ob man in Verbindung mit dem Radio gleich auch die Boxen braucht. Das sind halt auch alles können wir uns nicht leisten. Wenn ich das mal überschlage, sind wir schon bei 21. Und das hier nochmal dazu, 2 dazu, sind wir noch 4. Das ist ein bisschen viel. Ne? So, den Auspuff könnten wir uns dazu kaufen. Ja, jetzt hat er
Klingt natürlich gleich mal das Telefon. Schön. So, hallo? Ach so, eure Switch ist total voll. Ich komm. Ja. Wenn der Papst mal wieder besoffen ist. Ja, ich kenn's doch. Ich bin auch immer besoffen hier. So, jetzt hast du mich natürlich gestört. Jetzt werden natürlich auch gleich die anderen anrufen. Wäre ich jetzt schon weggefahren, hätte ich schon nicht angerufen können. Ach, das hat sie jetzt ja gelöscht, okay. Man kann so einen Brief ja auch nicht editieren, dann zum Beispiel. Ich möchte das haben. Das Auspuffrohr, was ist denn da das Besondere dran? Ich weiß es einfach nicht. Braucht man das dann dazu, wenn man den anschließen möchte? Ich kann mir es nicht vorstellen, aber. Dasselbe wäre zum Beispiel der hier, der Abgaskrümmer. Den kann man auch anschließen. Ach, wisst ihr was? Da machen wir das mal so. Und jetzt müssen wir das eine nochmal. Den wird man. Boah. Der Kühler, den hätte ich auch ganz gern. Ja, komm. Egal. Wir werden uns noch Geld dran schaffen. So ist nicht. Das Lenkrad hier, naja. Das macht eigentlich auch nicht viel Sinn. Und die Anschnallgurte machen so, glaube ich, auch noch keinen Sinn, wenn man die Sitze hier nicht drin hat. Da ist noch was Teures, fast 10.000 hier. Und dann gibt es hier noch so Sachen hier wie das hier und solche Blenden. Das wird auch noch kommen. Tacker, Spoiler! Ja, Tacker, Tacker. So, warte mal. Das Lenkrad haben wir ja hier schon. Das ist ziemlich teuer. Aber was ist das hier für ein Lenkrad zum anderen Lenkrad? Das eine ist ein Sportlenkrad, das andere ist, glaube ich, ein Racing-Lenkrad. Aber ich weiß nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Das wollte ich noch haben und das wollte ich noch haben. Dann ist eigentlich gut. Schade, dass man hier keinen Gesamtpreis dann gleich sieht. Also, man hätte hier so viel Platz zum Bestellen. So, dann till ich das mal hier. So, hier habe ich ja Briefle. Den müssen wir natürlich dann wieder zum Laden bringen. Ja, zum Binladen. So, was ist denn hier eigentlich los? Okay, ein bisschen Pfand. Der Dieselkanister ist leer. Ja, den habe ich leer gemacht. Ich hätte eine Idee. Wir müssen den Brief hier abgeben. Wenn ich rüberfahre zur Insel und dann weiter zur Stadt. Dann könnte ich doch hergehen. Warte mal, das sind alles leere Flaschen, ne? Oder? Ja, empty. Ja, der Kiwi ist auch fertig. Okay, ich weiß. Ja, das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht machen. Nee, ja, das sind immer nur am Dings hexen, wenn wir nachher die Bestellung abgegeben haben und dann wieder Geld machen, ne? So. Da haben wir uns noch einen Ersatzriemen gekauft. Naja, gut, machen wir das mal vielleicht, ne? Das wäre doch was. So, bevor wir losfahren, würde ich noch gerne. Hui, gerade so an die Kante hier. Würde ich noch gerne was trinken, ja? So, ich nehme jetzt die Flaschen nicht mit. Also, naja. Jawohl, das war ein guter ausgeführter Rülpser, ja? So. Na, ein bisschen Hunger hätten wir, aber okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Dann haben wir hier noch zwei Flaschen in der Kiste. Ja, aber das wird man dann mit dem Buswart wegbringen hier. So, die Sporttasche hätte ich zwar jetzt hier. Könnte ich die verwenden? Wird die mir was bringen? Ich weiß es nicht. Wir könnten sie ja mal mitnehmen aufs Boot. Hoppala. Oh, nein! Hör auf! Nein! Die Bierkiste collided im so. Ja, das. Ich will das einfach jetzt mal machen, damit ich den Brief nicht verliere. So, dann tue ich mal die Flasche noch reinschmeißen. Ich meine, so ähnlich hat man das schon mal und dann hat es gemacht. Hier, da war alles weg, ja. Einmal F, dann schließt die Tasche irgendwie. Aber ja, so richtig ausgegoren ist das Ganze nicht. Naja, mal schauen, ob es klappt. Ja, schüttel, schüttel. So, ich werde jetzt mal zum Boot laufen. Oder wollen wir erst einkaufen fahren und dann zurück auf die Insel und dann wieder heim? Weil es geht mir halt um die Zeit, ums Prinzip, ne? Das ist, ihr wisst ja, wie es immer ist. Wenn ich zu spät am Shop ankomme, dann ist es wieder zu und Dings und
Jetzt habe ich einen Benzinkanister nicht. Ja. Das müsste ich eigentlich auch gleich noch machen. So, warte mal. Den aber dann noch unterkrieg hier in der in dem. Mal schauen, wir gucken mal. So, da ist ein bisschen Wölkle am Himmel, aber die Sonne strahlt, ja. Schön, Teletubby-Sonne. Oh mein Gott, an was ich schon wieder denke. Jo. Ja, wir müssen irgendwann natürlich gucken, dass wir das Auto zum TÜV bekommen. Aber ich glaube, unsere Spureinstellung stimmt nicht ganz optimal. Ich meine, das können wir natürlich machen, indem wir auf die Tage das Auto wieder bringen. Dass der da mal drüber guckt, aber ja. Das ist so eine Sache, ne? Ich würde es halt leider gerne selber machen, aber die Spur halt so genau hinzubekommen, ich wüsste halt nicht, wie ich da das halt exakt sehe, dass ich da gerade bin oder nicht hier. Aber optimal kann die halt noch nicht sein, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich denke, also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die Spur könnte eventuell vielleicht auch sein, dass die dann zu uns zum Durchfallen bringt oder so. Dasselbe ist mit dem, ich habe schon was gelesen mit dem Warndreieck, aber ich wüsste nicht, wo ich das herbekommen soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich das bestellen kann. So, jetzt ist die Frage, kriege ich das... den Tank kriege ich hier nie rein. Nee, das kannst du... Das kannst du knicken. Warte. Okay. Also, es ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Wir probieren es einfach mal aus. Muha! Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Stickfight hier, diese Szenerie. So, gefüllt haben wir das Boot erst. Ich würde mal sagen, wir ändern schon mal den Driving Mod. Gear ist auf neutral, gut passt. Und dann hier mal... Na, hat nicht gleich geklappt hier. Aber jetzt. So, rückwärts, wenn es geht. Erstmal vom Steg weg hier. So laut ist es auf jeden Fall das Boot. Okay, ich hoffe, dass es hier klappt jetzt hier, dass uns nichts passiert. Ah, ich nehme mal Richtung Inselkurs oder beziehungsweise Richtung. Ich nehme mal Kurs auf die Insel oder auf die Stadt hier, in die Richtung hier. Ja, unsere Flasche, wollte ich nur sagen, unsere Lampe haben wir ja extra mitgetan. Wenn das dunkel werden sollte, können wir mit der Lampe uns heimleuchten. War schon ganz hilfreich. So, ich werde auf jeden Fall den Ton wahrscheinlich wieder regulieren müssen, weil die Motorgeräusche doch immer sehr laut sind in dem Spiel. Ich habe ja schon mal gesagt, so eine Regelung, so eine Tonregelung wäre nicht schlecht für das Spiel und nicht nur einfach ein Master-Regler oder so. Aber halt hier, die Motoren sind wirklich viel zu laut. Ja, mir kam vorhin auch so eine ganz blöde Idee. Man müsste mit dem Güllelaster auch Diesel tanken können und dann zum Beispiel daheim sozusagen in den Vorratsbehälter reintun, damit man sich da auftanken kann. Das wäre irgendwie praktisch. Aber es geht ja nicht, ne? Einmal so 10.000 Liter Diesel und dann, naja, das reicht für eine Weile, aber... wenn ich mir das überlege, was wir da an Geld bräuchten, so mal 10.000 Liter kaufen. Okay. Oh ja. Was man sich ja auch noch vorstellen könnte, dass man zum Beispiel so Missionen macht, zum Beispiel, dass man Öl tankt und das Leuten bringen muss oder so. Oder für die Ölheizung halt oder so irgendwie. Weil dann würde der Behälter halt Sinn machen, ne?
dass man da überhaupt dieses MPÖ tanken kann oder so, oder dass es da ist. Ja, ich hätte aber noch viele Ideen. Ja, was ich auch jetzt gelesen habe, wieder beim Experimental Branch hat es wieder ein Update gegeben, ein kleines. Es gibt jetzt angeblich einen neuen Job und der soll bei Timos im Shop sein. Das wird man natürlich auch mal erkunden, was es ist, und angeblich immer freitags oder so. So, da kommt unsere Ferienhütte. So, da peile ich mal den Steg so an. Seitlich zum Steg gehen, ja. So parallel. Ja, nee, nicht ganz so, aber. Ja, naja, gut, okay, Moment. Gear Select. Meint, das Boot hat leider keinen so einen richtigen, also dass es dann stehen bleibt, wenn man kein Gas mehr gibt. Das hat halt so einen Nachlauf, wenn man da dann den Leerlauf drin hat sozusagen, also nicht jetzt am Motor selber, aber dann tut das Boot halt trotzdem ein ganz kleines Stückchen immer weiterfahren noch. So, da sind wir in der Hütte hier. Die Reuse habe ich irgendwie vergessen. Wo habe ich die denn liegen lassen? Ich weiß es gar nicht. Ich meine aber, ich hätte ihn mitgenommen oder zumindest an den Steg gelegt. Was habe ich die ins Wasser rein? Das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht mehr. Da ist die irgendwie verloren gegangen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich blöd, wenn die Reuse futsch wäre. Dann können wir nie den Fischauftrag machen hier. Ah ne, da steht sie noch. Okay. Sieht aus wie so ein Herz, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie das dann funktioniert. Einfach die ins Wasser legen oder und dann kriegt man Fisch, glaube ich. Ja, und den kann man dann grillen. Ich weiß gar nicht, ob der Fisch auch noch schlecht wird. So, einmal das. Jawohl, sonst brauchen wir hier nichts mehr, ne? Hier gibt es ja auch nichts. Die Kamera, die haben wir da irgendwann mal mitgenommen. Aber die bringt uns ja auch nichts. Das Lustige ist, man kann hier die Laterne rumtragen. Kann die ableiten, wenn man will. Ansonsten gibt es hier einfach nichts, ne? Das ist, ja, ist halt so. Mich würde es mal interessieren, wenn man hier jetzt einen Teekessel hätte. Und ja, man könnte doch sicherlich auf dem Grill draußen das dann kochen. Wo man dann Wasser herkriegt, kann man das dann auf den See nehmen oder so, aber das ist doch nicht richtig sauber, das Wasser, das, ich weiß nicht. Also ich wollte es jetzt nicht haben. So, weiter geht's auf jeden Fall. So, wieder Driving Mode. Und wieder. Na. Na, jetzt komm. Ach, das gibt doch nicht. Ist das so ein Zitkatz abgesoffen oder was? Ja, jetzt. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, der Tank kann aber nicht leer sein. Ah, jetzt. Jetzt kommt er. So. Unser Rasenmäher. So, will ich das jetzt so die Mitte legen? Nein, 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 das war jetzt nicht so toll. Ja, wenn wir die jetzt verlieren, ist aber, bin ich natürlich selber schuld. Ich wollte die nur so hinlegen, dann habe ich gesagt, ja, da können wir hier peilen, ja. So, wieder darf ich halt jetzt reingehen soll, das habe ich dann nicht verstanden. Naja, egal. So, vorne die Tasche soll bleiben. Der wird schon mal irgendwie wegkatapultiert und dann war sie verschwunden. Ich habe die auch nicht mehr mit dem Safe Game Editor irgendwie wieder herzaubern können. Ich müsste komplett die
Tasche löschen, also deinstallieren das Ganze und dann nochmal installieren. Den Mod. Mein Gott, sind mir immer dieser Rucksack lieber, aber der Mod funktioniert irgendwie nicht mit dem experimentellen Branch hier. Oh ja, wir sitzen praktisch in der Fischfalle. So. Was halt schön wäre, wenn der Timus-Laden näher hier am Wasser wäre. Da müssen wir so weit laufen, finde ich. Das finde ich halt ein bisschen Nachteil. Aber da wird sich halt auch so ein Bollerwagen wünschen, wenn man mit dem Boot einkaufen fährt. Weil es geht einfach irgendwie schöner, mit dem Boot hinzufahren. Finde ich jetzt mal so einfach so. Ja, das ist anscheinend Sportheim hier, das Gebäude da drüben. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber die Feuerwehr, weil es rot ist. Aber Feuerwehr habe ich ja noch gar keine gesehen. Ja. So. Gleich mal hier den Kurs festlegen, dass wir hier so rumfahren hier. Gut anlegen können wir ja so auch. Passt schon. Aha, die Klopfer sind wieder unterwegs. Der Uft, 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 Uft. So, okay. Aussteigen. Den Gang mache ich noch auf neutral. So, und jetzt hätte ich gerne meine Tasche mitgenommen. Meine Murcha. Ups. Was ist denn das jetzt? Ach, da liegt die Kamera, okay. Jetzt hat das Boot aber so blöd rausgeschoben. Nicht, dass es hier uns dann zu Problem wird. Mal hier meine Patschehändchen her. Das Boot. Nein, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ja, gut, dann gehen wir halt nochmal baden. Was soll's? Kann ich vielleicht ein bisschen so machen, wie ich das hätte gern. So. Ich meine, man kann es ja nicht anbinden. Das ist halt das Problem. Das müsste man eigentlich noch können. Das Boot irgendwie festmachen hier am Steg. So, das müsste eigentlich funktionieren. Oh Gott, jetzt steckt es im... Ja, jetzt steckt es im Steg. Ich hoffe, dass es kein Problem gibt. Ja, jetzt bin ich auf K gekommen. Das da labert da irgendwas. So, dann nehme ich mal meine Sportäschle und... Ja, ich hoffe, der Tank bleibt drin. Der Tank bleibt drin, habe ich gesagt. Ich hoffe mal, der Brief ist auch noch da. Sag mal, haben die jetzt auch eine andere Musik? Ich weiß gar nicht. Kommt mir irgendwie jetzt ein bisschen befremdlich vor, dass das noch nie so war. Ja, jetzt eine ordentliche Technomucke hier. Alles klar. Sag mal, geht es mal nicht leiser hier? Ich glaube, ich spinne. So ein Dödel hier. Was ist denn das? Warum liegt hier ein Kasten rum? Habe ich dann Kasten verloren? Alles klar. Was soll das? Na egal, wir können ja mal kurz hier nochmal trinken. Ah, das ist wirklich neu hier mit dieser Musikmucke hier. Ich finde es ja richtig geil, aber trotzdem. Auf die Dauer wird es wahrscheinlich nerven. Dann wünscht man sich es am liebsten wieder auszuschalten. So, einmal post. Jetzt winkt er der Briefkasten. So. So, warte mal, jetzt tun wir
rein. Den Tank muss ich mal aufstellen hier. Weil was hier auch zur Realität gehören müsste, dass man zum Beispiel Benzin verschütten kann. Dass wenn der dann praktisch umkippt, dass das auch wirklich rausläuft. Also die Preise sind ja wirklich unverschämt. Benzin und Diesel kosten hier wirklich gleich. Moment mal. Ist das schon voll? Das scheint voll zu sein. Dann habe ich ihn für umsonst mitgenommen. Komisch. Oder war das jetzt, weil ich die ganze Zeit Öl rein habe und dass da noch ein Rest drin ist? Naja gut, dann soll es nicht euer Schaden sein. Oh mein Gott. Der Dödel da ja. Mir gefällt das nicht, wenn die hier so fahren, so verrückt. Ja, da ist die ekelhafte Hand, da die abgeschnittene. Oh oh. Nein, 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 nein. Nicht wieder colliden. Ich stehe mal auf. Ach, na echt, da mal Lücke da sinulle. Ja, hallo, ach, jetzt ist das Ding wieder da. Oh Mensch. Das stört. So, kann ich jetzt hier die Flasche reinschmeißen? Nicht getroffen. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Sielläkin on käynyt nuoriso ostamassa sokeria ja hiivoa, niin mua on perkeleesti, että kyllä varmaan hyvät pullat tullut. Der war aber fies der Lache, ey. Taimo, also echt. Ich weiß zwar nicht, von was er gelabert hat, weil ich nicht aufgepasst habe, aber ja. Dass er sich jetzt halt über die Musik aufregt, die hier die draußen rumspielen. So, und einmal Rezept. So, hier. 2 Mark. Brauche ich jetzt noch irgendwas von dir? Nee, ich glaube nicht. Ich habe alles vorläufig. Ich komme eh wieder, das ist ja kein Thema. Ja, wir sehen uns wieder. Jetzt haben wir hier noch 3 Fläschle. Ja. Gut, dann lasse ich das mal da. Ich denke mal, es klaut da keiner das Bier oder so. So, das mit dem Kanister war ein kalter, ja, man sieht. Oder sieht man hier tatsächlich den Füllstand jetzt? Habe ich noch nie richtig aufgepasst. So, den Kanister, den drücke ich hier wieder in die Tasche rein. Oh je, da kommt der Grüne. Naja gut, kaufen, wie gesagt, wollen wir jetzt eigentlich nichts. Ah, ist das laut, ey. Dann fahren wir einfach wieder heim, würde ich sagen. Das war mal ein kurzer Bootsausflug hier, damit wir die Fischverleih holen. Mehr eigentlich nicht und dann hier halt ein bisschen Pfand abgeben, meinetwegen. Einkaufen tun wir später wieder, wenn wir das andere Pfand mit abgeben. Eigentlich wollte man auch nur den Brief einwerfen. Es geht halt leider nur so, dass wir hier in die Stadt fahren müssen, ne? Ja, um mal hier was zu erleben, Brief. So. Jetzt steigt der Durst da wieder ordentlich. Naja, okay. Das passt schon. Hunger wird auf jeden Fall noch gehen, bis man wieder daheim ist. Das mache ich jetzt aber so wahrscheinlich. Ich werde mit dem Boot heimfahren und ja. Damit ihr, da müsst ihr nicht unbedingt jetzt dabei das aushalten hier. Na komm. Ich will, dass die richtig drin liegt. Aber das Schöne ist schon mal, dass man tatsächlich hier einen ganzen Kanister drin verstecken kann, sozusagen. So.
einigermaßen hinlegen. Enter Driving Mode. Hey, oh, oh, oh ja, jetzt ist es rausgeklippt hier, okay. Wascher. Gut, Leute, wie gesagt, ich fahre jetzt heim im Boot und dann sehen wir uns einfach wieder. Ich sage jetzt erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.